Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier bei uns auf dem Kanal von die Zockerbrüder. Heute geht es um den Turner TU 1400 oder TU 1400 oder 1400, wie auch immer. Ich finde es nice. Es ist hier von Lizard. Also er ist nicht von Lizard. Der Mod selber ist im Mod-Hub. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Ist vom ASA-Kri. Und die Mod-Beschreibung ist kurz und einfach gehalten. Aber verständlich, der Turner von Lizard ist ein praktisches Gerät beim Flügen, Grubbern oder ähnlichen Arbeiten. Es wiegt 1400 Kilo, deswegen wahrscheinlich auch 1400. Und kann damit auch als Gewicht genutzt werden. Preis ist 650 Euro. Der Helfer kann es nur als Gewicht verwenden. Wichtig, der Helfer kann mit dem Gerät, also das, was wir da gleich mitmachen, kann der Helfer dann nicht. Aber wir laufen nochmal eben rum. Ich finde den schick. Ich habe sowas halt schon mal in echt gesehen, also nicht also auf dem Video, nicht selber in echt. Ich finde das aber eigentlich. Gucken wir mal, wie scharf sind die Texturen. Durchaus sehr scharf. Die sind, lassen Sie sehen. So. Wir haben hier den New Holland T5. Wenn ihr euch denkt, Mensch, was ist denn das für ein geiler Traktor? Wo finde ich denn den? Habe ich auch schon eine Mod-Vorstellung von gemacht. Einfach mal eben gucken. Ist einer von FPM. Mod-Vorstellung ist bei uns auf dem Kanal. Link ist da in der Beschreibung. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da lassen. Genauso wie unter diesem Video. Ich würde mich freuen. So, ich mache das einfach mal eben das HUD an, dass man hier ein bisschen mehr sieht. Ihr seht, ich habe hier schon mal angefangen zu flügen. Machen wir mal eben bis zum Ende. Ach, wir ziehen jetzt eben einmal durch. Wir sind hier nicht am schönen Spielen. Das geht heute um was anderes. So. Den wenden wir schon mal und dann wechseln wir das Gerät, gehen auf den Turner TU, senken den und dann haben wir hier einmal die linke Maustaste, können wir den hoch, auch hoch und runter machen und nach links und rechts können wir den kippen und mit der rechten Maustaste können wir ihn drehen oder uns damit drehen. Man kann sich das natürlich irgendwie jetzt auch auf den Steuerknüppel legen, auf den Joystick, auf die Seitenkonsole. Und dann kann man das halt in einer smoothen Bewegung machen, aber ich finde das einfach nur geil. Gerade wenn man enge Felder hat, ich finde das super. Und dann macht man den wieder hoch. Fährt den Rest automatisch in seine Spur. Und fliegt weiter. Nicht mehr vor, zurückfahren, dies, jenes. Ich finde das eine nette, es ist halt eine Spielerei, aber ich finde es nett. Wie gesagt, der Helfer selber benutzt das halt nur als Gewicht. Also der Helfer kann jetzt nicht am Feldende vorne runterlassen und dreht sich damit. Das wäre noch die absolute Krönung. Aber das macht er leider nicht. Aber ich selber, ich finde das Ding super. Mir gefällt das. Und das war's dann auch schon für diesen Video. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und ich fliege hier voll falsch. Wir sehen uns bei der nächsten Vorstellung oder im nächsten Let's Play. Ihr kennt das. Immer artig bleiben. Ciao.